Mann, 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 was ist denn das wieder für eine Wahl dieses Jahr? Man sagt ja immer, Feudalismus ist, wenn die herrschende Klasse aus den Palästen nach draußen schaut und Demokratie ist, wenn die herrschende Klasse von draußen in die Paläste schaut. Karl-Heinz Deschner hat gesagt, Demokratie ist die Kunst, dem Volk im Namen des Volkes feierlich das Fell über die Ohren zu ziehen. Und Winston Churchill hat gesagt, das beste Argument gegen die Demokratie ist ein 5-minütiges Gespräch mit dem durchschnittlichen Wähler. Ich kann aus Erfahrung sagen, das geht in 2 Minuten. Denn auch wir müssen Unterschriften sammeln, um überhaupt auf dem Wahlzettel zu stehen. Und so stehen wir dann in der Fußgängerzone, gut gekleidet, so wie ich gerade, und fragen die Leute zum Beispiel, entschuldigen Sie, möchten Sie seriöse Politiker im Parlament haben? Und die Leute sagen dann sowas wie, nein! Manchmal erlaube ich mir natürlich auch einen Scherz und frage dann sowas wie, entschuldigen Sie, was halten Sie von Todesstrafe für Politiker? Und die überraschende Antwort, die ich dann häufig kriege, ist, ja, die können Sie alle wegschaffen. Es gibt also ein riesengroßes Missverhältnis zwischen der Demokratie, die wir hier auf dem Papier haben, und der politischen Realität, die sich inzwischen so häufig zur Realsatire entwickelt, dass bei den Ticketverkäufern an den Theaterkassen schon die ersten anstehen nach Sitzungen der Ortsgruppe der SPD. Die Erststimme stellt sowieso eine riesengroße Gefahr für unsere Dekokratie dar, welcher sich unsere Medien aber glücklicherweise bewusst sind. Daher berichten sie auch immer nur über diejenigen Kandidaten, die ihrer Werbekundenabteilung genehm sind und begründen dies mit Umfragen, in denen bis zu 0,03% der Wähler befragt werden. Vermutlich, welche Kandidaten sie aus dem Fernsehen kennen. So kann verhindert werden, dass neue Ideen abseits des Parteiengezänks in die Politik kommen und die Wahlkreise werden glücklicherweise nur von den Kandidaten gewonnen, deren Ansichten so gleichförmig und genormt sind wie die Klötze, die sie uns in die Landschaft stellen und die Zeitungen, die sie lesen. Und da die Gewinner eh auch alle immer auf der Landesliste stehen, ist das System dadurch völlig blockiert. Es wäre ja auch nicht auszudenken, jemand käme mal in den Bundestag, der nicht vorher durch hochdienenden Dutzenden Parteigremien demoralisiert wurde. Diesen Kleister aus Politik und Medien nennen wir dann je nach politischer Präferenz Hofberichterstattung, Qualitätsjournalismus oder Lügenpresse. Ich nenne diese schöne Verpackung hässlichen Inhalts Dekokratie. Die Blogger von Übermedien haben ja mal bei der Redaktion von Anne Will nachgefragt und bekamen zur Antwort, man achte stets auf eine ausgewogene und angemessene Besetzung mit Vertretern aller Parteien. Also ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal gerade vor einer Wahl, wo ja das hohle Gut der Chancengleichheit endlich mal auf die Politik anzuwenden wäre, ich irgendeinen Vertreter einer Partei gesehen hätte, außer den üblichen Volksvertretern. Allein diese unsägliche Sendung Wie geht's Deutschland, kurz vor der Wahl. Die Union kommt wie üblich zu zweit, weil sie ja einen Landesverband hat, der sich anders nennt und sie deshalb ganz geschickt ihre Themen immer doppelt besetzen kann. Und auch die anderen Kleiderständer kennt man in- und auswendig. Mit der Partei hätte doch dieser Homophobie-Placebo Weidel von der AfD nicht so einen souveränen Abgang aus der Sendung hingekriegt, oder? Ein Vertreter der Partei hätte doch der Weidel, als sie da den Bosbach gemacht hat, zumindest noch ein Bein gestellt. Es gibt wirklich so viel, worüber wir mal grundlegend reden müssen. Wir könnten ja zum Beispiel mal darüber diskutieren, ob dieser ominöse Staat, in dem die CDU und ihre Wirtschaftslobbyisten so gut und gerne leben wollen, überhaupt noch zur politischen Realität seiner Einwohner passt, die sich inzwischen von Hartz-IV-Sanktionen zum Minijob hochdienen können, damit am Ende des Lebens die Rente nicht reicht. Und die sich oft genug fragen, ob sie nun leben wollen oder Kinder haben wollen. Ich meine, ganz ehrlich, man muss doch keine Angst vor Kindern haben. Man muss nett zu ihnen sein. Sie suchen einem das Pflegeheim aus. Und worüber reden wir nun gerade in Berlin? Ob wir den Flughafen Tegel offen lassen wollen. Ein Flughafen mitten in einer großstädtischen Wohnsiedlung, wo die meisten Flugunglücke statistisch gesehen bei Start und Landung passieren, ist natürlich eine unglaublich sinnvolle Sache, wenn man jetzt, sagen wir mal, eine kündigungssichere Perspektive im Katastrophenschutz oder Baugewerbe sucht. Ihn hingegen nach außen zu verlagern, an den Rand der Stadt und mit einem Hochgeschwindigkeitszubringer an die Innenstadt anzubinden, das erfordert wiederum eine politische Weitsicht, die ganz einfach nicht zur Berliner Dorfkultur passt. Die europäische Technik des 21. Jahrhunderts, die können wir derzeitig in Shanghai bewundern. Die deutsche Fähigkeit, Projekte durchzuführen, die sehen wir südlich in Schönefeld. Denken wir doch nur mal an das riesengroße Chaos hier in Berlin. Wenn mitten im Dezember für die Deutsche Bahn wieder völlig unerwartet Winter kommt,
und eine terroristische Schneeflogge auf eine mit der Gesamtsituation völlig unzufriedene Weiche trifft. Daher stellt der BR natürlich den notwendigen Kompromiss dar. Ein verkehrstechnisch unnötig kompliziert angebundenes und völlig fehlgeplantes Bauwerk, welches ein neues Wahrzeichen für Berlin geworden ist, nämlich für den speziellen, zynischen Berliner Humor. Der Flughafen TXL soll nach Planungsbeschluss spätestens 6 Monate nach Inbetriebnahme des neuen Flughafens Schönefeld für den Flugverkehr geschlossen werden. Da müssen wir diese Debatte natürlich rechtzeitig führen, bevor das Teil irgendwann mal aufmacht. Also noch rechtzeitig vor dem Spätherbst 2135. Und ja, wir brauchen den modernen Staat, ganz klar. Es ist in den meisten Ämtern bereits möglich, binnen weniger Tage eine gültige Faxnummer zu erfragen. Und fast alle Behörden in Deutschland sind inzwischen mit der modernsten Computertechnologie der letzten Jahrtausendwende ausgerüstet. Oft ist man nur wenige Büros von einem Mitarbeiter entfernt, der mit der Maus geschult ist. Und in einigen Pilotprojekten konnten schon erste Akten gefüllt werden mit Ausdrucken eines bei Gericht eingereichten YouTube-Videos. Und für den Beamten in der Verwaltung ist der Mensch ja häufig eh nur ein Pappschuber mit Altpapier in furchtbarem Behördendeutsch. Das ist, falls ihr es nicht kennt, so ein Dialekt, der gar nicht von der Region abhängig ist, sondern eher von einem gewissen Gemütszustand der kognitiven Komplettentkernung. Also das sind so Leute, die sagen konisch geformte Schüttgutbehälter mit Zentralauslauf, wo wir einfach sagen würden, ein Trichter? Jedenfalls, viele Beamte haben ja den Vorteil, dass das Objekt ihrer Verwaltung ihnen nicht gegenüber sitzt, steht oder liegt, sondern nur in der abstrakten Form der Akte vorliegt. Und wenn da nun jemand droht, wegen Unfähigkeit der Behörde seine Wohnung zu verlieren oder wichtige Medikamente nicht erhält, weil irgendein Mehrbedarf zur Grundsicherung erst eingeklagt werden möchte, der Beamte aber gerade Mittagspause hat, ist ihm das Schicksal seines Verwaltungsobjektes noch viel ferner als sonst. Und im Gegensatz zu vielen prekären Arbeitern, für die freiwillige Überstunden ja auch bedeutet, dass sie morgen noch einen Job haben, kann er sich sogar den Luxus eines Personalrates leisten, zu dem der Deutsche Lehrerverband Hessen explizit feststellen ließ: Besteht ein Personalrat nur aus einer einzigen Person, erübrigt sich in diesem Fall eine Trennung nach Geschlechtern. Und wer nun den Satz kennt, der Tod stellt die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar, ist sich absolut nicht mehr sicher, sobald er ein Jobcenter betritt. Doch auch unser Militär konnte in beachtlichen Einzelfällen modernisiert werden. Kein Witz, in den ersten Kasernen wird nicht mehr mit Herr Hitler gegrüßt. Doch da Deutschland mit der aktiven Kriegsführung eher negative Erfahrungen verbindet, ist auch hier ein Strategiewechsel angezeigt. Ein Export von Waffentechnologie wie dem G36 ist für die heimische Industrie stärkend und senkt gleichzeitig die Kampfkraft des Gegners. Auch psychologische Kriegsführung wird völlig unterschätzt. Zur völligen Lahmlegung des Gegners reichen doch schon unsere Übersetzung unserer Dienstvorschriften oder unsere Beiträge zum Eurovision Song Contest. Unsere Cyberwehr ist bereits mit dem neuesten Windows 95 ausgerüstet. Probleme bereitet noch der soldatische Gehorsam, falls der Befehl, das Passwort habe geheim zu sein, wörtlich genommen wird. Die Forderung Einzelner, Deutschland auch atomar aufzurüsten, ist natürlich Quatsch. Eine Atombombe wird in der modernen Kriegsführung hauptsächlich als Mittel zur effektiven Beseitigung von Infrastruktur und zur Abschreckung benutzt. Dafür reichen uns Alexander Dobrindt, Hartmut Meedorn und natürlich die deutsche Volksmusik. Und während unsere Patrioten dann irgendwo in der Welt unseren Arbeitsmarkt entlasten, bauen wir unseren heißen Granaten lieber anständige Rohre, bei geschickter Einsatzplanung auch dauerhaft. Denn vergessen wir nicht, damit unsere Werte nicht nur auf dem Papier existieren, verteidigen unsere Soldaten unsere Wertpapiere. Denn wieder dreht sich alles nur um kleine bedruckte Scheinchen. Und statt endlich einmal loszulegen, müssen wir dickschustern. Den Banken die Möglichkeit zu nehmen, Geld aus dem Nichts zu schaffen, welches sie dann teurer an den Staat weitergeben, und dies, es wäre ja der gleiche Effekt, den Staat einfach selbst machen zu lassen, das scheint weder den Banken noch der Bevölkerung vermittelbar zu sein. Wobei ich es bei den Banken durchaus verstehen kann, und ich wäre sicher auch selbst Vertreter dieser Form des Wirtschaftens, falls ich beim Aufräumen mal zufällig einen gut dotierten Aufsichtsratsposten einer Bank fände. Leider finde ich immer nur dringlichste Behördenschreiben aus dem vorletzten Jahr. Aber wir müssen ein ernsthaftes Thema besprechen. Das Aufbrechen der Grenzen führte zu einer unerwarteten, an eine Völkerwanderung erinnernden Migration von Wirtschaftsflüchtlingen. Statt ihr Land aufzubauen, suchten viele das schnelle Glück an unserer reichen Tafel. Und viele von denen, das muss uns klar sein, landeten direkt in unseren sozialen Transfersystemen. Es wird noch Jahre dauern, bis sie in der Gesellschaft angekommen sind. Es gibt sprachliche Hürden, eine uns ungewohnt niedrige Toleranz, die zu schlimmsten Gewaltverbrechen führt, und ihr politischer Einfluss wird zu einer Plage. Das sind schlimme Folgen,
denen wir uns ehrlich stellen müssen und aus denen wir für die Zukunft unsere Schlüsse ziehen werden, sollte es noch einmal zu einer Wiedervereinigung kommen. Die Fluchtursachen zu ignorieren und gleichzeitig mit den Flüchtenden emotionale und faktenbefreite Politik zu machen, das ist aktueller Bundestagswahlkampf. Da die Bürger, welche man nun jahrelang besorgte, nicht so schnell entsorgbar sind. Zum Glück verhindern einige aktuelle Projekte, welche überwiegend aus der Bevölkerung oder von Stiftungen angestoßen werden, dass die Opfer dabei völlig unter die Räder kommen. Während der Verfassungsschutz wieder fleißig daran arbeitet, Strukturen für eine neue Endlösung zu schaffen. Und natürlich gibt es eine Gruppe von Menschen in unserem schönen Land, die sich partout nicht integrieren lassen will, die überhaupt nicht zu unserer Lebensart passt, der unsere Kultur fremd ist und die ein rückständiges Gesellschaftsmodell bevorzugt. Dieser Gruppe reichen wir die helfende Hand. Denn wir haben uns ihre politischen Ziele angesehen. Weniger Einwanderer, keine unkontrollierte Zuwanderung, weder Burka noch Kopftuch, kein islamisches Essen, bessere Sicherheit und Überwachung, klare Regeln durch eine effektive Polizei und höhere Militärausgaben ließen uns ein Land finden, welches außerdem bereits über die Atombombe verfügt, nicht durch den Euro ruiniert wurde und sogar über eine Partei verfügt, in der es keine Widersprüche gibt. Nordkorea, ein aufstrebendes Schwellenland mit Wachstumspotenzial. Dorthin möchten wir im Falle unseres Wahlsieges gern, ganz frei nach Gauland, die Spitzenpolitiker der AfD entsorgen. Sicher, es gibt noch das Problem eines wirren Diktators mit Kriegsfantasien, aber wir gehen davon aus, dass Kim Jong-un zeitnah mit Trump fertig werden wird. Und was möchte uns das alles sagen? Politik ist eine Fratze, ein lächerliches Lügenkonstrukt aus Egoismus, Eitelkeit, Korruption und Verschwendung. Parteien und Personen sind austauschbar, willenlos, fantasielos und unwählbar. Sie verraten ihre Ideale, ihre Wähler und sie haben längst vergessen, was Politik einmal war. Sie gestalten nicht mehr, sie führen aus. Das, was heute als Politik bezeichnet wird, ist ein Schauspiel hohler Phrasen und leerer Worte. Ein Spießrutenlauf der Schwachen zur Erheiterung der Dumpfen. Und ein Niederknüppeln derer, die nichts haben, durch solche, die wenig haben, zur Erheiterung derer, die alles haben. Durch Sachzwänge jeglicher Erinnerungsfähigkeit beraubt, kämpfen sie willen- und visionslos um die letzten erbärmlichen Ruinen einstiger Größe. Sie sind fett geworden. Bewegungslos suchen sie den Sinn ihrer eigenen Existenz, während sie Ausrede um Ausrede erdenken, warum denn nun der jeweils andere schuld sei am eigenen Versagen. Es gibt keine Entscheidung, wenn überall das Gleiche zur Wahl steht. Diese Politik ist keine Politik. In der Mitte ist kein Platz für zwei. Und Politik ist mit uns nicht zu machen. Vielen Dank.